Bärbel Evers hat zwischen 1959 und 1966 8 Singles als Solistin und eine LP mit den Frank Cornelly Singers veröffentlicht. Aber sie war auch auf etlichen Top-10-Alben als Chorsängerin vertreten. Für diese Arbeit wurde sie von Kurt Lindenau entdeckt, erinnert sich Bärbel Evers. Ich habe sogar auf der Reeperbahn gearbeitet. Da ist ein Theater und da hat der Freddy ein Musical gehabt, Heimweh. Ja, da bin ich zum Kurt gekommen, weil ich da drin war in dem Musical, Heimweh. Kurt Lindenau war Mitglied der Starlets, aber vor allem stellte er für James Last den Chor zusammen, der den Hintergrundgesang lieferte für die erfolgreichen Non-Stop-Dancing-Produktionen, mit denen James Last ab 1966 die Hitparaden auf der ganzen Welt überrollte. Zu diesem Chor gehörten neben Kurt Lindenau und Joe Menke laut Bärbel Evers im Wesentlichen noch folgende Stimmen. Das war Eva Kurz' Frau und Karin, Joes Frau. Und dann da waren noch ein paar andere, Antje und ich war dabei. Bärbel Evers arbeitete ab 1966 für Kurt Lindenau. An diese Arbeit erinnert sie sich gern. Ich mag die James Last Version, weil da singt man die Party-Sachen. We'll be right back.
Obladi, Oblada, Chui Chui und Eloise. Ein Medley aus der Produktion Nonstop Dancing 8 mit James Last aus dem Jahre 1969. Dieses Album erreichte in Deutschland Platz 1, womit Bärbel Evers im Herbst ihrer Karriere sogar an einer Nummer 1 beteiligt war. Wenige Monate nach der Veröffentlichung dieser Langspielplatte wanderte Bärbel Evers nach Australien aus. Damit ging eine Karriere zu Ende, die 1959 so hoffnungsvoll begonnen hatte, wie Bärbel Evers erzählt. Ich war sehr jung, ich war immer noch in der Schule und da war eine Competition. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht. Der erste Platz war ein Film und der zweite Platz war nur ein Schallplattenvertrag. Mit Ariola. Kurze Zeit später stand der Teenager im Studio und nahm eine Coverversion von To Know Him Is To Love Him auf. 1959 erschien auf Ariola die erste Single von Bärbel Evers, Nur du, du, du allein. Nur du, du, du allein könntest alles für mich sein, heimlich dich zu sehen, macht mein Leben schön. Nur dich, dich liebe ich, denn du bist die Welt für mich. Du allein, du allein, du allein, du allein. Tausend Wege gehen, wenn ich es nur wüsst, wo du heute bist. Ein Leben ohne dich, das hat keinen Sinn für mich. Komm, sei mein, 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 komm, sei mein. Bärbel Evers und die Colombinos, begleitet vom Orchester von Josef Niesen mit Nur du, du, du allein aus dem Jahre 1959. Bärbel Evers ging zu diesem Zeitpunkt noch zur Schule. Als sie diese wenig später beendete, wurde sie Sängerin. Sie hatte von Ariola einen Vertrag über 2 Jahre bekommen und stand für Fernseh- und Filmarbeiten mit Siegfried Rotemund in Verbindung. Die gebürtige Oldenburgerin stand deshalb oft vor der Kamera. An einen Film hat Bärbel Evers eine besondere Erinnerung. In einem Film. Ich weiß, dass ich das Kleid der Nadja Tiller getragen habe. Und ich passte da rein. Bärbel Evers spielte in 2 Filmen mit. 1960 im Streifen wegen Verführung Minderjähriger und 1961 in der Schlagerrevue 1962. Leider erinnert sich Bärbel Evers nicht, in welchem Film sich die Episode mit Nadja Tillers Kleid ereignete. Deshalb hier auf gut Glück das Lied aus der Schlagerrevue 62, Schreib mir aus Paris mit Bärbel Evers. Wenn wir immer zusammen wären, Liebling, wie wär das schön,
Doch unsere Liebe bewährt sich erst, musst du auf Reisen gehen. Schreib mir aus Paris, schreib mir aus Paris, ich lieb dich, ich lieb dich. Schreib mir doch aus Wien, wenn die Bäume blühen, ich lieb dich, ich lieb dich. Bleib mir treu, wenn du auf Capri bist. Träum von mir, wenn du in Rom die alten Brunnen siehst. Schreib mir aus Berlin, schreib mir aus Berlin. Ich lieb dich, ich lieb dich. Schick aus Amsterdam mir hier ein Telegramm. Ich lieb dich, ich lieb dich. Einen Gruß, schick mir einen Kuss, ich lieb dich. Amsterdam, mir hier ein Telegramm. Ich lieb dich, ich lieb dich. Wo du sein magst in der weiten Welt, schick mir einen Gruß, schick mir einen Kuss. Schreib mir tausendmal, ich lieb dich. Bärbel Evers mit Schreib mir aus Paris aus dem Jahre 1961, den sie im Film Schlagerrevue 62 gesungen hat. Interessant ist folgende Feststellung. Trat die Künstlerin in einem Film auf, wurde ihr Name mit W geschrieben. Trat sie als Sängerin auf, mit V. Deshalb ist auf den Singles, die Titel aus den Filmen enthalten, der Familienname mit W verzeichnet. Bei den anderen Platten in der korrekten Schreibweise mit V. Bärbel Evers fühlte sich nicht wohl in der Rolle als Star, die ihr zugedacht war. Ich mochte singen, ich mochte im Chor singen, ich mochte auch Solo singen, aber ich mochte nicht die ganze Fame und all diesen Blödsinn, der dazugehört. Das habe ich überhaupt nicht gemocht. Deswegen habe ich ja die Zeit mit dem Frank gemocht, weil er hat sich mit dem ganzen Kram befasst und wir haben nur gesungen und getanzt und was weiß ich. Bärbel Evers war knapp 17 Jahre alt, als sie ins Showgeschäft einstieg. Zu sagen hatte sie nichts, wie sie nicht ohne Bitterkeit noch heute bemerkt. Es wurde mir absolut gesagt, was ich singen musste. Ich hatte überhaupt keine Selbstbestimmung, in keinem Gebiet. Ihre ersten Jahre im Schaugeschäft fasst Bärbel Evers so zusammen. Ich war ja ein richtiges kleines Mädchen vom Land. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Ich war so naiv. Und die meisten Leute in dem Geschäft waren ja ein bisschen wie Krokodile, speziell die Männer. Bärbel Evers nahm zwei Nachzieherproduktionen für Barcarola auf, das Billiglabel der Ariola und vier Singles für Ariola. Danach ging sie für rund anderthalb Jahre zu den Frank Cornelli Singers und stürzte sich dann ins Abenteuer einer Asientour mit Tony Sheridan. Ein Fiasko, wie Bärbel Evers schildert. Da war eine Scheidung, die ich durchgegangen bin und da habe ich gedacht, ich muss mal weggehen und mich mal wiederfinden. Und da bin ich nach Vietnam gegangen mit Tony Sheridan. Da war ich nicht in der Band, da war ich einzeln. Da war die Band und da war ich. Und es war eine totale Katastrophe. Tony und die Band verschwunden für einige Tage, weil die waren, glaube ich, in Hongkong oder was weiß ich, in Drogen verwickelt. Und dann sind sie wieder aufgetaucht. Und dann die Agenten sind pleite gegangen. Und ich habe meinen Weg zurückgekämpft.
alleine. Bärbel Evers war rund ein Jahr auf Konzertreise in Asien und gelangte nur dank Unterstützung der deutschen Botschaft aus Japan zurück nach Hamburg. Ausgangspunkt für die Tour war eine Scheidung. Am Anfang einer Scheidung steht eine Hochzeit. Und davon sang Bärbel Evers schon Ende der 50er Jahre. Für meine Hochzeit spare ich jeden Pfennig, denn man sagt, das bringt viel Glück. Das hat die Oma schon, ja, ja, das kenn ich. Liegt's auch lange schon zurück. Kommt dann der Tag, wo er dann sagt, ja, meine Frau, wirst nur du. Dann wird es Zeit, zum weißen Kleid kauf ich die Schuhe noch dazu. Für meine Hochzeitsschuhe spare ich jeden Pfennig. Und dann hab ich immer Glück. Auf dem Schrank steht zu Hause schon jahrelang eine Büchse für mich allein, und da tu ich jeden Pfennig rein. Hol ich ein bei dem Kaufmann das Gänseklein, bring zurück dann ein Pfennigstück, sagt die Mutti, hier mein Kind, fürs Glück. Ja, ja, das klingt wie Musik. Meine Hochzeitsschuhe spare ich jedem Pfennig, denn man sagt, das bringt viel Glück. Das hat die Oma schon, ja, ja, das kenn ich, liegt auch lange schon zurück. Kommt dann der Tag, wo er dann sagt, ja, meine Frau, bist nur du. Dann wird es Zeit, zum weißen Kleid kauf ich die Schuhe noch dazu. Für meine Hochzeitsschuhe spare ich jedem Pfennig. Und dann hab ich immer Glück. Meine Hochzeitsschuhe aus dem Jahre 1959 mit Bärbel Evers. Nach ihrer Rückkehr nach Hamburg kam die Sängerin zu den Starlets. Und da wusste sie auch schon, dass sie nach Australien auswandern würde. Bärbel Evers begründet diese Entscheidung so. Das tropische Klima, das war eins. Eine andere Sache war, ich war nicht begabt. Ich sah gut aus, okay. Ich hatte ganz normale und gewöhnliche Stimme und Talent, okay. Ich war nichts Besonderes. Und Leute waren, oh, wann bist du wieder auf dem Fernseher? Und wann bist du das und wann bist du das? Zwischen solchen Sachen und Anfragen und persönlichen Bedrängungen von einer Seite, der ich nicht entfliehen konnte, habe ich gedacht, ich muss mich wieder selbst erfinden. Ich bin aus Australien gekommen, 69 oder 70. Der Anfang in Australien war schwierig. Nochmals, Bärbel Evers. Dann habe ich mich umgesehen nach Arbeit. Und ich hatte ja nichts gelernt, anders als singen. Da habe ich festgestellt, in Australien, um irgendwas zu werden in solchen Jahren, musste man in die Kneipe gehen und singen. Und das war ich ja überhaupt nicht. So habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Und dann bin ich eine Krankenschwester geworden. Bärbel Evers hat danach rund 40 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Und das Fazit ihrer Karriere formuliert sie kurz und prägnant. Singen ist Freude, aber Krankenschwester macht Sinn. Zum Schluss wollen wir nochmals der Freude ihren Weg geben. 1966 nämlich kam die letzte Single von Bärbel Evers unter dem Namen Barbara Evers auf den Markt. Die Starlets bildeten unter dem Namen City Chorde den Begleitchor. Und auch der Produzent stammte aus diesem Stall, sagt Bärbel Evers zum Abschluss. Der Joe Menke hat die letzte produziert, Sunday Monday, in Hamburg, in seinem Studio.
Bärbel Evers, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und hier kommt zum Schluss Sonntag, Montag, eine deutsche Version des Seekers-Hits Someday, One Day, geschrieben übrigens von Paul Simon, mit Barbara Evers. Auf Memory Radio 1.